Willkommen zu maschinenorientierten Programmieren. Heute die Übung 3.5 Blackjack. Wir sollen ein einfaches Spiel implementieren. Wir sollen als erstes dem Spieler eine Karte geben, eben mit einer Zufallszahl zwischen 1 und 11. Ich lege mir dazu erstmal eine Karte an. Also Kartenspieler ist 0, der Computer braucht später auch noch Karten, deswegen lege ich den auch gleich an. Kartencomputer ist gleich 0. Wir sollten den Zufallsgenerator initialisieren, sonst macht das Spiel später keinen Spaß. Also sRandTime. Und wir brauchen für den Zufallsgenerator die StandardLib, include StandardLib.h. Und für Time die Time.h. Also in der Klausur brauchen Sie nicht die Includes angeben. Da gehe ich immer davon aus, dass die gegeben sind. So, wir sollen eine zufällige Karte zwischen 1 und 11 erzeugen. Also Kartenspieler ist gleich eine Zufallszahl zwischen 1 und 11. Die RAND-Funktion liefert Zufallszahlen. Wenn wir modulo 11 rechnen, kriegen wir eine Zahl zwischen 0 und 10. Addieren wir noch 1 drauf, dann passt das. Und modulo hat eine höhere Priorität, ist quasi eine Punktrechnung, ist vor der Strichrechnung. Also wir rechnen erst modulo und dann addieren wir 1 drauf. Wir sehen jetzt gleich, wenn wir Kartencomputer auch auf eine zufällige Zahl setzen. Wir müssen wahrscheinlich noch öfters im Programm Karten ziehen. Das heißt, es macht Sinn, hier eine Funktion zu schreiben. Ich nenne sie Karten ziehen. Das kopieren wir mal gleich. Fügen wir hier ein. Sie gibt eine Karte zurück, hat keinen Parameter, ist also parameterlos, ist void. Und jetzt kopieren wir einfach unsere Formel hier rein, return, Ausdruck, rand, modulo 11, plus 1. Und jetzt haben wir diese Funktionalität in eine Funktion ausgelagert und können öfters darauf zugreifen. Wir können das auch gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. So, die sind erst 0, eine Zahl gezogen, die 11, eine Karte gezogen, die 3. Das sieht gut aus. Jetzt nochmal starten. Die 11 und die 10. Okay. Jetzt heißt es in der Angabe, solange der Spieler noch eine Karte möchte, geben Sie eine weitere. Übersteigt der Wert der Karten 21, so verliert der Spieler. Lassen Sie parallel den Computer mitspielen. Dieser zieht ebenso lange wie der Benutzer Karten. Wenn der Spieler keine Karten mehr zieht, dann gewinnt der Spieler, falls die Summe seiner Karten größer als die des Computers ist. Und es kommt noch der Hinweis, realisieren Sie die Abfrage nach weiteren Karten, zum Beispiel mit Hilfe einer Integer-Eingabe. 0 ist keine weitere Karte, 1 eine weitere Karte. Wir brauchen eine Schleife. Und nachdem wir jetzt auf jeden Fall den Benutzer einmal fragen, würde ich mit einer Do-While-Schleife anfangen. Ich lasse mal die Bedingung noch offen. Ich würde fairerweise dem Spieler seine Karte ausgeben. Also Kartenwert ist unser Kartenspieler. Wollen Sie eine weitere Karte ziehen? Und zwar machen wir den String in der nächsten Zeile weiter. Und zwar 0 für Nein, 1 für Ja. Und übergeben Kartenspieler. Wir brauchen eine Variable, ich nenne die jetzt mal hier ziehen. Und wir fragen jetzt ab. Und in der letzten Übung habe ich den Rückgabewert von scanf nicht geprüft. Ich möchte das jetzt mit Ihnen auch einmal vornehmen. Also scanf%d, wir lesen ein in ziehen, also Kaufmanns und ziehen.
So, wenn scanf gleich 0 ist, war nicht erfolgreich, dann heißt es, es soll nicht eine neue Karte gezogen werden. Oder wenn natürlich das Ziehen ungleich 1 ist, dann soll auch nicht weiter gezogen werden. Und ich würde jetzt ganz einfach aus der Schleife rausspringen. Also wir könnten jetzt natürlich an der Stelle das Spiel beenden, prüfen, hat der Spieler gewonnen, hat der Computer gewonnen. Aber nachdem wir das ebenfalls tun müssen, wenn der Computer eine Karte zieht, macht es mehr Sinn, das aus der Schleife auszulagern, das quasi am Ende vorzunehmen. Okay, mit der Bedingung prüfen wir, ob scanf erfolgreich ist. Wenn eine 1 zurückkommt und ziehen gleich 1 ist, dann geht es weiter. Ansonsten, wenn scanf 0 liefert oder wenn ich nicht 1 als Zahl eingegeben habe, unterbrechen wir die Schleife. So, jetzt ziehen wir eine neue Karte, Kartenspieler. Und die müssen wir aufaddieren, also plus ist gleich Karten ziehen. Und jetzt müssen wir natürlich prüfen, ob die Karte größer 21 ist. Also wenn Kartenspieler größer 21, dann würde ich jetzt auch ganz einfach mit Break rausspringen, das Überprüfen auf Gewinnen und Verloren aus der Schleife auslagern. Dann geben wir unser Computer dran. Karten, Computer. Plus gleich, der zieht auch eine Karte. Jetzt müssten wir eigentlich auch prüfen, ob der Computer verloren hat. Wir können das ganz einfach jetzt in diese While-Bedingung packen. Mir würde nämlich sonst einfach keine Bedingung außer While 1 einfallen. Das heißt, bevor wir jetzt noch ein If und ein Break verwenden, können wir hier, es soll wiederholen, solange Karten, Computer, kleiner gleich 21. Also wenn größer 21, dann wird die Schleife abgebrochen. Und jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, Gewinnen und Verloren auszugeben. Die Gewinn-Verlust-Bedingungen sind, wenn der Wert der Karten 21 übersteigt, hat der Spieler verloren. Und das andere ist, er hat gewonnen, wenn der Wert seiner Karten am Ende größer ist als der Wert der Computerkarten. Das heißt, wann hat der Spieler gewonnen? Wir können die Bedingung so formulieren, also die Kartenspieler müssen kleiner 21 sein. Das ist die Grundbedingung. Er hat auch gewonnen, wenn die Kartencomputer größer als 21 sind oder wenn seine Karten größer, ich tue das mal in die nächste Zeile, größer sind, also wenn er mehr Karten als Kartencomputer hat. Dann geben wir einfach aus, printf gewonnen. Und Kartenspieler, dass man auch das nachvollziehen kann. Karten, Computer. Und wir übergeben einmal Kartenspieler und einmal Kartencomputer. Ja, und falls das nicht der Fall ist, also wenn die Bedingung nicht erfüllt war, dann können wir mit einem else das gleiche nochmal ausgeben, nur mit der Info verloren. Und Karten, Spieler und Computer werden ausgegeben. Okay, wir können mal das Ganze ausprobieren. Also mein Kartenwert ist 4. Ich will natürlich noch eine weitere, also wähle ich die 1. Ich habe die 7, da geht auch noch viel. Also ich kann nicht über die 21 kommen. Jetzt haben wir die 18. Ja, lieber nicht. Ich habe verloren, weil der Computer genau 18 hat. Also das ist die Bedingung. Die Bank gewinnt natürlich in der Regel öfters. Das war jetzt so formuliert, dass bei Gleichstand die Bank gewinnt. Also 9, wir können nochmal ziehen. Die 12, da können wir auch nochmal ziehen. 17, ja, lieber nicht. Ja, wir haben gewonnen. 17
zu 15. Ja, in den Varianten heißt es noch, wir können das Kartenziehen noch anpassen. Das heißt, wir können es an den Kartenwert anpassen, ob ein Ass 1 oder 11 zählt. Also wie im echten Blackjack kann ich mit dem Ass nicht über die 21 kommen, außer ich habe schon 21, dann würde ich sicher nicht mehr ziehen. Und das andere ist, man könnte den Computergegner natürlich intelligenter machen. Der ist jetzt ziemlich dumm, das heißt, er zieht einfach die ganze Zeit mit mir mit. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit ziehe, dann habe ich eigentlich eine ganz gute Chance. Hatte keine Chance, dass ich gewinne, weil der Computergegner jetzt die 21 überschritten hat. Also das lässt sich natürlich auch einfach mit einem Schwellwert begrenzen, dass die Karten vom Computer nur bis zu einer gewissen Größe, bis zu einem gewissen Wert gezogen werden. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank und bis dann.